Ja, hallo zusammen auf Gedankenfrei. Heute mit dem Thema Pannenstatistik. Wer von euch hat noch nie eine Pannenstatistik gesehen? Also es ist so, der ADAC zum Beispiel, der bringt ja eine Pannenstatistik jedes Jahr aufs Neue raus. Jetzt ist erst die Pannenstatistik 2018 erschienen, wo man als interessierter Autofahrer reinschauen kann und da ist dann Platz 1 bis Platz irgendwas vergeben vom ADAC, wo die Fahrzeuge auf der Top-Seite stehen, die wo am wenigsten Pannen haben, und auf der Flop-Seite stehen die Fahrzeuge mit den meisten Pannen. Jetzt sollte man sich doch mal überlegen, wie entsteht so eine Pannenstatistik? Ich habe auch in vielen Kommentaren zu den BMW-Videos, die wo ich drin habe, wo ich ja nur Probleme hatte mit diesen Fahrzeugen, habe ich ja schon gesagt, dass ich sehr viel Erfahrung machen durfte mit Pannendiensten, mit Servicemobilfahrern. Wie entsteht also so eine Pannenstatistik vom ADAC? Das ist ganz einfach. Der ADAC trägt ja jedes Fahrzeug, das er praktisch, dem er hilft, jeden Fahrzeugführer, dem er hilft, trägt er ja in seinen PC ein. Da wird aufgenommen, um welchen Schaden handelt es sich, um welche Automarke handelt es sich, welches Modell dieser Automarke und so weiter und so fort. So, jetzt ist es so, dass in der Pannenstatistik, ich habe mir die vorher mal ganz genau angeschaut, da erscheinen unter den Top-Fahrzeugen sehr viele deutsche Automobilhersteller, bedeutet, dass die am wenigsten Pannen haben. Auf der Flop-Seite sind sehr viele koreanische Fahrzeuge oder koreanisch, japanisch, was auch immer. Jetzt bitte überlegt euch doch mal selber ganz genau. Ich habe gerade vorher gesagt, der ADAC trägt jedes Fahrzeug, das er, dem er hilft, in einen Computer ein. Und dort wird vermerkt, welches Fahrzeug das ist. Wer sich schon mal ein neues Fahrzeug gekauft hat, und da ist es völlig egal, ob das ein BMW ist, ob das ein Audi ist, ob das ein VW ist, ein Skoda ist, ein Ford ist oder sonst irgendwas, man bekommt immer eine Erste-Hilfe-Nummer, sage ich mal mit, eine Pannennummer. Die ist auch am Auto, glaube ich, 5-mal überall angebracht. Die steht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, die steht im Serviceheft des Fahrzeugs, die steht überall, kann man praktisch diese Service-Nummer finden, diese Pannenhilfenummer. Ich habe es nicht gerne gemacht, aber ich habe die Möglichkeit gehabt, dass ich mich mit vielen Servicemobilfahrern von BMW unterhalten habe zum Beispiel. Und damals ist mir das noch gar nicht so bewusst worden, diese Aussagen. Erst wenn man mal genauer drüber nachdenkt, weil ich gesagt habe, lohnt sich das eigentlich für so eine Firma, dass die einen eigenen Pannendienst bereitstellen, dass die eigene Servicemobile bereitstellen? Ja klar, lohnt sich das für diese Firmen, weil einer dieser Fahrer, der hat damals eine Aussage getroffen und die stimmt tatsächlich, also die kann ich zu 100% unterstreichen. Der hat gesagt, ja natürlich lohnt sich das für BMW, weil jedes Fahrzeug, das eine Panne hat, und es sind viele, zu dem wir von BMW selber hinfahren mit diesem Servicemobil, oder bei Audi ist wahrscheinlich das gleiche und bei Mercedes und bei VW, ich rede jetzt aber wieder nur von dem, was ich weiß. Der hat gesagt, zu jedem Fahrzeug, das wir reparieren können, zu dem wir hinfahren und das nicht der ADAC aufnimmt, ist gut für unsere Pannenstatistik. Das war eine Originalaussage von so einem Servicefahrer von BMW. Und wer jetzt eins und eins zusammenzählt, der weiß, warum so viele Hersteller nie in einer Pannenstatistik erscheinen oder nur zu einem geringen Teil. Und dann sind es meistens nämlich Fahrzeuge, wenn man mal ganz genau hinschaut, die wo schon ein paar Jährchen älter sind, da wo dann die Fahrer nicht mehr den teuren Service von BMW in Anspruch nehmen, weil der ist nämlich nur die ersten paar Jahre kostenlos,
sondern beim ADAC eben sind. Oder manche sind auch beim ADAC und die denken sich, ja, da rufe ich lieber gleich beim ADAC an, bevor ich da bei BMW diese Nummer anrufe. Ja, und so entsteht eine tolle Statistik. Darum sage ich immer, ich traue nie einer Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. Und da muss man ja nicht einmal sagen, dass diese Statistik gefälscht ist. Die ist in keiner Weise gefälscht. Die Statistik ist nur schön geschrieben. Und zwar schön geschrieben von den Automobilherstellern. Weil die natürlich keine Fahrzeuge in dieser Statistik auftauchen lassen. Weil lieber fahren die mit ihren Servicemobilen und bei BMW, ich bin ja hier im Umkreis von München, sieht man ja genügend dieser Servicemobile. Das sind meistens so X3 oder X5. Die haben hinten ihr Bordwerkzeug, also ihr Werkzeug dabei. Die haben einen Diagnosecomputer dabei. Und wenn man diese Service-Hotline anruft, dann nimmt der diesen Schaden, diesen Vorfall auf. Bei den modernen Autos kann sich der direkt aufs Auto schalten und sieht dann sofort, was fehlt. Und auch an Abschleppunternehmer. Also es ist seltenst der Fall, dass wenn ein Servicemobil den Schaden nicht vor Ort beheben kann, dass dann ein Abschleppunternehmer vom ADAC kommt. Sondern es kommen Abschleppunternehmer, Entschuldigung, es kommen Abschleppunternehmer, die für BMW direkt arbeiten, weil sonst das Fahrzeug ja eventuell in der Statistik vom ADAC auftauchen würde mit einer Panne. Also ihr seht schon, diese Pannenstatistik, die ist so für den Allerwertesten, die bringt nichts. Also jeder, der wo sich in den Kommentaren oder egal wo auf sagt, ja, hättest doch mal die Pannenstatistik angeschaut, dann wüsstest du genau, was für Auto du kaufen kannst und welches nicht. Leute, Bullshit. Ganz ehrlich, totaler Bullshit. Weil die Statistik, die hat keine Aussagekraft. Die hat deswegen keine Aussagekraft, weil alle großen Automobilhersteller ihre eigenen Serviceunternehmen haben, die bei Panne kommen und die bei Panne das Auto entweder flott machen oder, wie es meistens ist, vom Unternehmer in die Werkstatt schleppen lassen. Mein BMW, ich habe immer bei dieser Hotline da angerufen. Also mein Auto zum Beispiel ist auch nicht in dieser ADAC-Pannenstatistik erschienen, obwohl es permanent kaputt war. Jetzt überlegt euch einmal, solche Fälle wie mit den AGR-Kühler, die wo kaputt gehen, wo es ja in dem anderen Video von mir zu sehen gibt. Jetzt überlegt euch einmal, 1,3 Millionen Fahrzeuge sind weltweit betroffen. Ich habe keine Ahnung, wie viel das in Deutschland sind. Aber jetzt überlegt euch mal, die würden alle in der ADAC-Pannenstatistik auftauchen. Wisst ihr, wie dann die ADAC-Pannenstatistik für den großen bayerischen Hersteller ausschauen würde? Und ja, jetzt schimpfe ich wieder über BMW. Nein, ich schimpfe nicht über BMW, sondern ich möchte euch nur an dem Beispiel klar machen, dass die Statistiken völlig, völlig schmarrn sind. Die kannst vergessen. Ja, ihr merkt schon, ich könnte mich wieder aufregen und will ich aber eigentlich gar nicht, weil es ist so ein schöner Tag und ich bin auf dem Heimweg. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr andere Videos von mir sehen möchtet, wenn ihr Fahrzeugvideos sehen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, abonniert doch gedankenfrei, die Glocke drücken nicht vergessen, dann bekommt sofort mit, wenn es neue Videos gibt. Wenn ihr sagt, ja, das ist ja jetzt der totale Schmarrn, die Pannenstatistik, die stimmt und auf die kann man sich verlassen und da steht genau drin, welches Auto am zuverlässigsten fährt und welches nicht, ja, dann schreibt es mal in die Kommentare unten rein. Dann erklärt es mir aber auch bitte gleichzeitig, warum ich Unrecht habe. Ich habe nämlich nicht Unrecht, ich habe nämlich diesmal tatsächlich zu 100% Recht. Ich weiß, es wird wieder welche geben, die sagen, aber der BMW ist super und toll. Ja, ist eure Meinung, meine Meinung ist andere. Aber okay, lasst mir dahingestellt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Glocke drücken nicht vergessen. Kommentare, ballert mit so mit Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, solange er sinnvoll ist. Bitte keine sinnlosen Kommentare oder beleidigende. Muss nicht sein, bringt keinem was und ich lösche sie sowieso. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne pannenfreie Zeit. Euer Gedankenfrei.